Landwirtin und Influencerin. Stall und Internet. So läuft es hinter den Kulissen. Ihr Leben dreht sich um Landwirtschaft. Auf Social Media folgen ihnen Tausende von Menschen. Ich bin Anna-Maria Stürzer, bin 20 Jahre alt. Seit 2021 bin ich ausgelernte Landwirtin und arbeite seitdem immer auf dem Hof mit dazu. Anna-Maria bewirtschaftet 115 Hektar Ackerland und 40 Hektar Wald. Auf Instagram folgen ihr 13.700 Menschen. Und es soll noch mehr werden. Ich bin Theresa Singer, 29 Jahre alt, Landwirtschaftsmeisterin und Landwirtin aus Leidenschaft. Mit ihrem Vater bewirtschaftet Theresa einen Milchviehbetrieb mit 50 Kühen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Auf Instagram folgen ihr 7.500 Menschen. Dass sie Landwirtin werden will, stand für Theresa schon immer fest. Als richtige Influencerin sieht sie sich nicht. Für sie ist Instagram Öffentlichkeitsarbeit für ihren Berufsstand. Und das hat sich recht spontan ergeben. Wo so Corona gekommen ist, dann war oft noch nichts mehr. Keine Musikproben, keine Versammlungen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht erreiche ich ein paar Leute damit. Einfach, dass man Landwirtschaft sagt, wie sie ist. Und dass das vielleicht mehrere Leute dann verstehen. Und sagen, ja, hey, so negativ wie manche Sachen dargestellt sind, ist es gar nicht. Dass man eigentlich stolz darauf ist, dass wir in Deutschland so wahnsinnig hochwertige Lebensmittel produzieren und auch haben. Auf Instagram nimmt sie die Menschen mit in ihren Alltag, unkompliziert und spontan und mit viel Improvisationstalent. Jetzt kommt mein professionelles Stativ. Hier steht ja meistens irgendwas rum, entweder Mischgabe oder eben ein Zaun. Und dann kommt ein Haargummi rum. Und tada! Ja, passt. Theresa spricht Themen wie das Kükentöten und den Wolf an. Ihren Followern zeigt sie aber auch, welche Arbeit im Stall anfällt, wie es draußen auf der Weide zugeht. Und sie nimmt sie mit zur Feldarbeit. Es ist bestimmt nicht alles perfekt. Es ist halt einfach echt. Wir können immer Sachen optimieren, aber generell stehe ich dazu, was wir machen. Ich finde, das kann man schon herzogen. Man hat immer das Gefühl, irgendwie, die Bauern sind immer am Jammern oder man fällt immer so ins Rechtfertigen. Nein. Und dabei ist es einfach so schade, weil irgendwie rückt die Gesellschaft immer weiter weg von der Landwirtschaft. Es hat keiner mehr einen Bezug dazu. Zwischen all den ernsten Themen ist aber auch mal Platz für Katzenbilder. Du hast ein Leben, Madame. Ihren Meister hat Theresa 2017 gemacht. Den Betrieb im bayerischen Oberland stemmt sie mit ihrem Vater. Der hat sich vor ein paar Wochen jetzt auch bei Instagram angemeldet, um zu sehen, was seine Tochter so treibt. Als Kameraassistent muss er ab und zu schon aushelfen. Das sagt man schon, was ich verkehrt mache. Und wenn es beim ersten Mal nicht hier hat, beim zweiten Teil. Hoffe ich doch, gell? Ja, kriegen wir schon hin. Dass die nächste Generation neue Dinge probieren will, findet er super. Wir haben alles probiert und das auch alles probiert. Dass das einer weitermacht und jetzt hat Theresa, das ist mit der Leidenschaft, also das ist schon gut. Je mehr Follower Theresa hat, umso interessanter wird es für Firmen, dass sie Werbung für sie macht. Typisch Instagram. Bei manchen Firmen macht es für mich einfach keinen Sinn nicht, aber bei manchen denke ich mir schon, okay, das nehmen wir jetzt mit. Weil es ist ja dann doch schon eine Zeit, wo man da reinsteckt in das Ganze und das ist dann quasi so meine Wertschätzung dafür oder was du sagst, okay, das macht jetzt mir Freude, das tut keinem anderen weh. Wenn sie es nicht wollen, dann brauchen sie einfach bloß weiterwischen, es muss ja keiner was kaufen, deswegen. An der Hochschule Weinstefan Triesdorf wird gerade untersucht, wie sich Landwirte auf Social Media präsentieren. Heike Zeller und ihre Kollegen haben mit Usern und Agrarinfluencern Interviews geführt. Die Bandbreite ist groß und teils sehr kreativ. Manche stellen sich eher ein bisschen politischer auf, dass sie also auch zu aktuellen Themen Stellung nehmen, sei es jetzt in der Agrarpolitik, mit dem Handel auch, dass man sagt, hey, schon wieder hier Werbung von Edeka, Rewe, keine Ahnung, und nur um die günstigen Preise. Dann gibt es die ganz viel vom Hof berichten, je nach Betriebszweig natürlich. Direktvermarktung ist natürlich auch ein Riesenthema, da ist
der Draht noch direkter zwischen Social Media und dann auch Einkommen. Wir haben natürlich auch so diese Sexy-Hexy-Ecke, sage ich jetzt mal. Also wo dann die Damen sich vor der Zugmaschine räkeln oder sowas. Das gibt es natürlich auch. Halbnackt im Heu oder auf dem Traktor scheint ein beliebtes Motiv zu sein. Klicks gibt's dafür ordentlich. Anna-Maria Stürzer möchte als gelernte Landwirtin aber lieber anders überzeugen. Mein Ziel ist es eigentlich nicht, mich nackert vor Bullock zu stellen und durch dieses Follower zu kriegen, sondern ich will eigentlich durch meine Informationen, die ich über die Landwirtschaft gebe, wo ich eigentlich schauen, dass ich die Reichweite kriege. Für ihre Follower überlegt sie sich auch immer wieder Quizfragen zu Ackerbau und Forstwirtschaft. Das kommt immer auch ganz gut an, weil sie fragen immer schon, wann kommt das nächste Quiz? Auch im Winter gibt es einiges zu tun. Der Sturm hat in den letzten Wochen Schaden angerichtet. Neben Helm und Schnittschutzhose ist auch das Handy immer mit dabei. Oftmals frage ich immer mehr Versuche, das ist natürlich klar. Und manchmal denke ich immer so, oh Gott, schaust du dumm aus, dann willst du wieder weg. Und dann denkt man sich so beim nächsten Versuch, ja, das war aber doch nicht so schlecht davor. Es ist immer viel Aufwand und viel, ja, Unsicherheit. Durch ihre öffentlichen Beiträge macht sich Anna-Maria aber freilich auch angreifbar. Man kriegt ab und zu mal scharfe Antworten oder sowas. Also gerade, wenn ich jetzt im Holz unterwegs bin, weil viele Naturschützer natürlich da dabei sind, die das sehen. Und die fragen dann, ja, warum schneidet ihr jetzt den gesunden Baum um? Und ihr macht es nur zu einem Nutzen. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Der war vom Windwurf schon schief. Und den muss man jetzt einfach weg dabei, bevor der dann auf irgendjemand drauffällt und wir dann die Haftung dafür haben. Und das muss man halt denen dann alles nach und nach erklären. Man braucht da wirklich die Geduld dazu. Und selbst wenn dann mal eine scharfe Antwort kommt, muss man ruhig sein und das dann sachlich erklären, warum man eigentlich was tut. Anna-Maria will ihre Follower so gut es geht informieren und aufklären. Das war der Hauptgrund für ihre Instagram-Seite. Durch die Medien wird die Landwirtschaft immer wieder schlecht dargestellt. Und das wird eben aufklären zum Versucher. Es kann ja sein, wir fahren mit der Spritze übers Feld, haben eigentlich bloß Spurenährstoffe drin oder ein paar. Und wir werden dann schon von allen Leuten mit dem Mittelfinger angezockt oder mit dem Kopf, weil wir mit der Spritze rausfahren. Die Leute wissen ja gar nicht, was wir machen. Die verbinden das gleich immer mit Glyphosat oder irgendwas anderem schlimmer. Und das ist eben der Grund gewesen, warum ich die Seiten gemacht habe. Und ja, dass ich die Leute halt einfach ein bisschen informiere. Dass das funktionieren kann, zeigt Landwirtin Carina Düchem aus Rheinland-Pfalz. Sie hat knapp 37.000 Follower auf Instagram und wurde schon vom Landwirtschaftsministerium für ihre Arbeit ausgezeichnet. Aus Carinas Kanal hat sich außerdem ein Online-Shop entwickelt. Fans können nun auch Pullover mit ihrem Instagram-Namen Lebe, liebe Landwirtschaft kaufen. Wie es mit Social Media bei Anna-Maria weitergehen soll, lässt sie auf sich zukommen. Den Familienbetrieb hat früher der Opa geführt, jetzt ihr Vater. Später will Anna die Nachfolge antreten. Im Herbst geht es erstmal auf die Meisterschule. Gestartet ist sie mit ihrem Profil erst vor einem Jahr. Anfangs war ganz schön schwierig. Da habe ich eigentlich keine Bilder von mir dargestellt, sondern immer bloß für die Maschinen, um was mir gerade deren. Und sobald ich dann meine Persönlichkeit dahinter gebracht habe und gesagt habe, wer eigentlich hinter dem ganzen Account steckt, ist es eigentlich immer mehr bergauf gegangen. Auf ihrem Profil zeigt sie deshalb einen Mix aus Anna-Maria privat, ihrem Leben als Landwirtin und Fakten rund um die Landwirtschaft. Auch wenn die Seitenbleche der Sämaschine montiert werden, nimmt sie die Menschen mit. Ihr Einsatz auf Social Media nimmt aber auch viel Zeit in Anspruch. Also es ist so, dass mein Papa schon ab und zu sagt, jetzt tu doch mal wieder dein Handy weg oder sowas. Also es ist heute natürlich auf, ist es klar. Aber ich mache es gerne, weil ich die Leute ja informieren mag über das, was ich mache. Und wenn es mir nicht wichtig genug war, dann darf ich das nicht machen, glaube ich. Für die Zukunft könnte sich Anna-Maria neben dem Ackerbaubetrieb auch eine Mutterkuhhaltung und Direktvermarktung vorstellen. Bis dahin hofft sie, so wie Theresa Singer, dass sie mit ihren Social-Media-Kanälen das Image der Landwirtschaft ein klein wenig verbessern kann. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und noch einiges mehr.